Dann rufe ich auf den Punkt 89, Schlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses, Bericht Landesschuldenausschuss. Berichterstatter ist der Kollege Frank-Peter Kaufmann. Macht er nichts, auch wenn es nur ein Satz ist. Wir sehen dich so gern hier vorne. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zum Bericht des Landesschuldenausschusses gemäß § 8 Absatz 3 des Gesetzes. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den folgenden Beschluss zu fassen. Der Landtag möge von dem Bericht des Landesschuldenausschusses Kenntnis nehmen. Abstimmungsergebnis: dafür CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und AfD, dagegen SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Dann nehmen wir das zur Kenntnis. So wie es ist.